Heute ist Maria Himmelfahrt, ein Fest, das nicht in der Bibel steht. Es ist ein Fest des Volkes. Die Menschen dachten sich, es kann doch nicht sein, dass die Frau, die Jesus in seinem Leben am nächsten war, seine Mutter, dass die nicht auch nach ihrem Tod ihm besonders nahe ist, im Himmel ist. Im Bonner Münster gibt es ein Fresko, das zeigt Maria Himmelfahrt. Und dieses Fresko ist schon aus dem Jahre 1300. Himmel ist in diesem Sinne keine Ortsangabe, obwohl wir, wenn wir vom Himmel sprechen, immer gerne nach oben zeigen. Himmel ist eigentlich die Angabe des Ziels unseres Lebens. Wir glauben, Maria ist dort angekommen, wo wir alle noch hinwollen. Insofern ist das Fest heute ein Fest unserer Zukunft.